Was bedeutet Widerstand in Kriegszeiten? Sich dem Aggressor entgegenzustellen? Die Bereitschaft, sich mit Menschen unterschiedlicher politischer Überzeugung zu verständigen? Wie dialogbereit sind wir in Situationen der Bedrohung von Demokratie? Die Freier von Moltke Stiftung für das neue Kreisau hat sich diese Fragen gemeinsam mit der Stiftung 20. Juli 1944 und der Evangelischen Akademie Berlin vorgenommen. Und ich bedauere wirklich sehr, heute nicht mit Ihnen sprechen und mit Ihnen diskutieren zu können. Denn es gibt, glaube ich, keine wichtigere und gegenwärtigere Frage als diese. Können wir Kreisau? Aber ist das überhaupt eine Frage oder sind es gleich mehrere? Können wir uns auf ein gemeinsames Ziel, auf gemeinsame Grundsätze einigen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind? Mit anderen Worten, können wir Demokratie? Und was sind wir bereit zu tun, um sie zu verteidigen? Können wir Widerstand? Können wir ihn auch im Angesicht existenzieller Bedrohungen? Kann, wer angegriffen und bedroht wird, noch dialogbereit sein? Und mit welchem Ziel kann und muss ein Dialog auch mit einem Aggressor möglich sein? Es ist richtig, wer einen Konflikt am Ende befrieden will, braucht die Bereitschaft, sich mit Menschen anderer als der eigenen Überzeugung zu verständigen. Aber gilt das auch in einem Angriffskrieg, dessen Antrieb der Vernichtungswille und dessen Ziel Unterwerfung ist? Ich fürchte, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt auf viele Fragen nur eine Antwort: sich dem Aggressor entgegenzustellen, ihn in die Schranken zu weisen, ist die Voraussetzung dafür, zu einem Dialog überhaupt zurückzufinden. Der Erfolg des Widerstands ist die Bedingung und der mögliche Beginn von Verhandlungen, die am Ende einen Frieden herbeiführen könnten, der mehr ist als ein vorübergehender Waffenstillstand. Die großen Protagonisten der Stiftungen in Kreisau und der Stiftung 20. Juli 1944, Helmut, James, Graf von Moltke und Dietrich Bonhoeffer, konnten Kreisau. Beide Christen, beide Protestanten, beide erklärte Gegner Hitlers und des nationalsozialistischen Terrorregimes und einig in ihrem Ziel, ein demokratisches, friedfertiges Deutschland in einem geeinten Europa herbeizuführen. Doch in einer entscheidenden Frage blieben sie bis zuletzt uneinig. Darf sich, wer Widerstand leistet, selbst schuldig machen? Beide, Moltke wie Bonhoeffer, waren bereit, ihr eigenes Leben einzusetzen. In der Frage, ob der Tod anderer in diesem Kampf in Kauf genommen werden darf, ja, muss, vertraten sie unterschiedliche Positionen. Für Bonhoeffer galt, im Widerstand gegen den Missbrauch von Macht müssten Christen auch bereit sein, Schuld auf sich zu nehmen. Zuschauen und tatenloses Abwarten im Angesicht des Leidens anderer waren für ihn keine christliche Haltung. Zitat: Den Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die Erfahrungen am Leibe der Brüder. Zitat. Und sie rufen ihn nicht nur zum Mitleiden, sie rufen zur Tat. Moltke dagegen glaubte, dass ein auf Schuld gegründetes neues Staatswesen keine Grundlage und keinen Bestand haben werde. Für mich ist das Vermächtnis beider, das Moltkes und das Bonhoeffers, ein demokratisches und ein europäisches. Denn es ging beiden nicht nur um die Beseitigung der Tyrannei, sondern um ihre Überwindung. Man darf also nicht nur, man kann und muss uneins sein in einer lebendigen Demokratie und für die Demokratie. Bleiben wir also miteinander im Dialog und leben wir das, was uns der Kreisauer Kreis gezeigt hat, in Vielfalt eine gemeinsame Zukunft gestalten. In Vielfalt eine gemeinsame Zukunft gestalten. Ich grüße Sie alle von ganzem Herzen.